Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 11. März. Unsere Tagesenergie Nummer 1 für heute ist Kri. Wieder die Fortsetzung von gestern. Dann haben wir als zweite Energie des Tages Balanda. Und das dritte Siegel des heutigen Tages ist Karina. Wow, ja. Heute dürfen wir noch einmal ein wenig Reinigungsarbeit machen. Ja, wir haben heute den 11. März und die Endenergie des Tages ist die 11, das ist Karina. Das bedeutet einfach, dass wir unsere Erhabenheit, unsere Göttlichkeit, unsere göttliche Reinheit leben, dass wir wirklich alles in den Zustand Vorgebung eines jeden Schmerzes bringen, indem wir wirklich in der Bewusstheit unserer Vollkommenheit waren und immer noch sind, weil alles ist ja jetzt. Ja, und Kri ist wirklich auf erster Position immer ein ganz kräftiger Durchputzer und eine ganz, ganz kräftige Reinigung nochmal von all dem, was wir eben nicht sind. Kri ist das sogenannte Antitraumasiegel, das alles, was unser drittes Auge und vernebelt, einfach auflöst. Und wir manifestieren, habe ich gestern, glaube ich, gesagt, oder vorgestern natürlich alles über unser drittes Auge. Die Manifestation erfolgt über das dritte Auge. Und es wird immer genau das ins Universum hinausgebeamt, was natürlich in meinen unteren Chakren ist. Ja? Und wenn ich unerlöste Programme in mir trage, dann manifestiere ich aufgrund meiner unerlösten Programme. Und Kri macht einmal sozusagen eine Riesenreinigung von Traumata, von Schwüren, von Gelübden, von Flüchen, von Programmierungen, von Glaubenssätzen, von Dingen, die wir von unseren Eltern, von unseren Ahnen übernommen haben, kollektive Glaubenssätze, kollektive Muster, kollektive Besendungen, kollektiven Irrglauben, kollektiver Unwahrheit, von künstlicher Intelligenz, von Besendungen. Ja, manch einer hat Implantate in sich installiert bekommen, was sehr schnell geht, einfach auch durch das viele Aluminium, was um uns herumschwirrt und in uns hineinkommt. Und das kann man wunderbar besenden und wie fernsteuern. Und all das löst Kri auf, ja, damit wir wirklich wieder in dieser tiefen Tiefe der eigenen Nacht, in dieses Nichts eintauchen können, über das ich auch die letzten Tage sehr viel gesprochen habe, um wirklich in uns die Wahrheit zu finden, die Wahrheit und die Antwort auf jede einzelne Frage. Ja, um eben auch nochmal diese heilige Herzkammer, die wir gestern betreten haben, um nochmal diese und den Vorraum, der darf einfach auch mit der Hilfe von Kri nochmal ganz intensiv gereinigt werden, kann man sagen. Ja, Balanda verstärkt das Ganze nochmal, indem es mich dabei unterstützt, meine Kraft zu mir zurückzunehmen. Wirklich dann, indem ich, vielleicht machen wir es mal ganz praktisch heute, die mentale Ebene gereinigt habe, die Gedankenmuster, die Programmierungen, alles, was aus alter Zeit kommt, so hilft mir heute Balanda, meine Gefühle zu reinigen. Ja, und meine Gefühle reinige ich, das habe ich auch schon sehr oft gesagt, indem ich sie da sein lasse, weil das Sein lassen bedeutet loslassen. Da sein lassen ist sein lassen und sein lassen ist loslassen. Und wie viele Schleifen drehen wir, weil wir uns selbst nicht spüren möchten? Und wir rennen im Prinzip immer dann, wenn wir, Balanda ist auch das Symbol für die Partnerschaft, für die Beziehung mit der äußeren Welt, nicht nur mit Liebesbeziehungen, sondern grundsätzlich mit dem Du, mit mir selbst und mit dem Du. Und die Beziehung mit dem Du, mit der äußeren Welt funktioniert nur immer dann sehr harmonisch, wenn ich in einer guten Beziehung zu mir selbst bin. Ja, und dieses Getrenntsein, eben dieses, wenn wir Traumata erlebt haben, dann bildet sich meistens aufgrund irgendeines Erlebnisses eine Struktur, eine mentale Struktur und auch eine emotionale Struktur. Ja, wenn wir in meinem Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, habe ich das ganz ausführlich erklärt, wie diese energetischen Blockaden entstehen. Wenn ich beispielsweise als Kind bestraft werde, weil ich zu spät nach Hause komme, ja, dann habe ich zum einen habe ich eben diese Schuld auf mich geladen, ich habe etwas falsch gemacht, die Mama schimpft mich, bestraft mich eventuell.
Ja, und dann entsteht ein Glaubenssatz in dem Moment. Es ist ein Ereignis, das stattgefunden hat. Und dieses Ereignis empfindet das Kind natürlich, wenn das Donnerwetter dann losgeht, als sehr unangenehm, je nachdem, wie dramatisch jetzt die Strafe ist oder je nachdem, wie sensibel das Kind ist. Davon hängt es eben auch ab. So, und in dem Moment lernt das Kind auf der mentalen Ebene, okay, wenn ich tue, was mir Spaß macht, dann werde ich bestraft. Oder wenn ich gegen Regeln verstoße, wenn ich meine Mama nicht glücklich mache, wenn ich etwas tue, was meine Mama nicht möchte, dann werde ich schuldig, dann werde ich abgelehnt, dann bin ich alleine. Wie auch immer das Ereignis interpretiert wird, aber es entsteht ein Gedanke, der dann sich sehr stark manifestiert. Warum? Weil er eben aufgeladen ist durch die emotionale Ebene, durch das Erleben, weil das Kind dann vielleicht traurig ist oder sich erschrickt oder sich abgelehnt fühlt. Es fühlt sich schuldig, es fühlt sich schlecht, es wollte ja gar nichts Böses tun, es hat einfach nur die Zeit vergessen und jetzt schimpft die Mama so fürchterlich. Also dieser Gedanke, der ist unglaublich stark angefüllt mit Gefühlen. Ja, und um ja nicht mehr so etwas fühlen zu müssen, um in so eine Situation zu kommen, vermeidet das Kind natürlich, geht in die Anpassung, versucht es der Mama noch rechter zu machen. Aber dieses Programm, was eben durch den Gedanken und durch die aufgeladenen Gefühle entstanden ist, beamt ununterbrochen raus. Wenn ich tue, was mir Spaß macht, werde ich abgelehnt. So, zum einen versucht das Kind, das jetzt zu vermeiden. Und zum anderen, da das Programm aktiv ist, wird es das jetzt immer wieder erleben. Wenn ich für mich selbst einstehe, werde ich abgelehnt. Wenn ich meine Wahrheit spreche, wenn ich tue, was mein Herz mir sagt, dann erleide ich Schiffbruch. Ja, das sind einfach diese Geschichten, die das Leben schreibt aufgrund des Programmes. Und das Programm ist eben ein Muster, vor allem aus der Erfahrung. Das nenne ich mal so diesen spirituellen Aspekt, der sehr viele verschiedene Nuancen hat und greifbar sind die Gedanken dazu und die Gefühle. Und die eben zu reinigen, vor allem weil das eben die Welt ist, in der wir uns in der 3D-Welt bewegen, was für uns erfahrbar ist, die Gedanken und die Gefühle, den Rest können wir meistens nur in tiefer Meditation wahrnehmen, die anderen Ebenen. Ja, und das sind unsere stärksten Manifestationswerkzeuge und Unterstützer. Und die dürfen wir heute wirklich mit der Hilfe von Kri, unsere Gedanken, so sage ich es jetzt mal, alles, was eben mit Gedanken, mit Programmen, mit Besendung auch von außen zu tun hat, darf mit Kri in die Auflösung und mit Balanda eben die Gefühle, die so im Verborgenen sind, dass wir sie nicht haben wollen, dass wir sie wegdrücken, dass wir sie immer und immer und immer mehr verweiden, nur nicht, um wieder diesen alten Schmerz zu erleben und verstehen natürlich nicht, dass wir gerade deswegen, weil wir in die Vermeidung und in den Widerstand gehen, genau diesen Schmerz immer und immer wieder erleben. Diese Gefühle zu erlösen, indem wir sie da sein lassen. Ja, und erkennen, dass die wahrhaftige Freude im Annehmen all unserer Gefühle liegt. Und dieses Annehmen der Gefühle bedeutet, dass ich sie dann auflöse und sie wieder in die Harmonie bringe. Ja, und dieses Erkennen und mich zu befreien eben mit allem, was es zu tun hat, von diesem Schmerzprogramm, damit ich in eine gute Beziehung zu mir selbst und dadurch auch zu anderen kommen kann, weil ich dann als ehrlicher Mensch dem Nächsten begegne und nicht als ein Mensch, der irgendetwas vermeidet, nur um keine Abfuhr zu bekommen, dann nicht mehr sich selbst ist. Das ist eben Kri und Balanda, also die mentale und die emotionale Ebene, damit wir dann voll und ganz in Karina eintauchen können, in unsere göttliche Reinheit. Und das ist im Prinzip der Weg des Ho'oponoponos, den wir heute gehen, in den Zustand Vorgebung des Schmerzes. Ja, wir erkennen es, unsere Gedanken und unsere Gefühlsstruktur eventuell, oder wir lösen sie zumindest aus unserem Unterbewusstsein mit der Hilfe von Kri und Balanda und bringen uns dadurch in die Anerkennung der Tatsache, dass es einen Zustand Vergebung genau dieser Wunden gibt, die möglich machen, dass ich erlebe, was ich jetzt erlebe. Und in diesem Zustand darf ich einfach mit Hilfe von Karina zurückgehen in meine göttliche Reinheit, ja, die unzerstörbar und unbeschmutzbar ist. Und ich das Anerkennen, dass es diesen Zustand gibt, anerkenne ich meine Göttlichkeit und gehe zurück in diese Vollkommenheit, so als hätte es diesen Schmerz nie gegeben. Das ist ganz tiefe Heilung. Das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Das ist Heilung in ihrer höchsten Form. Und diesen Zustand deiner göttlichen Reinheit, ja, diese Vollendung, ja, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Kri.
Balanda, Om Karina, Om Kri, Om 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 Balanda, Om Karina. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, an dem du dir selbst in deiner Vollkommenheit begegnest. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst, mir vielleicht ein Gefällt mir schenkst und den Kanal abonnierst und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dass du automatisch die Impulse geschenkt bekommst. Vielleicht kannst du das, wenn du das mit anderen teilst, den anderen auch sagen. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.